Schon ein sauberes Video, wa? Danke dafür. Liebe Genossinnen und Genossen, endlich ist es soweit. So eine Parteitagswoche kommt einem ja schon immer ein bisschen länger vor als alle anderen Wochen. Irgendwie hat die gefühlt 20 Tage und aber gefühlt auch irgendwie nur einen. Also endlich ist es soweit, endlich wieder Parteitag. Klassentreffen, Festival, Diskussion, alles in einem. Heute Abend der Kongress tanzt. Ich freue mich auf dieses Wochenende. Auf den Landesparteitag und vor allem auch auf die Debatten mit euch. Die Antragskommission hat noch zu tun. Wir werden noch viel diskutieren. Auch von mir und Christian nochmal ein herzliches Willkommen an alle Genossinnen und Genossen, an alle unsere Gäste, die Kolleginnen und Kollegen von der Presse. Wir haben heute und morgen vieles zu besprechen und für uns als Thüringer Landesverband ist klar, dass wir das so tun wie immer und worum uns andere Landesverbände schon immer mal beneiden, wie wir das immer wieder hören. Manchmal strittig, immer konstruktiv und im Miteinander und vor allem immer das gemeinsame Ziel im Blick. Unser Ziel in diesem Jahr ist klar, das muss ich eigentlich nicht nochmal sagen. Wir wollen nach dem 1. September weiterhin mit Bodo Ramelow als Ministerpräsident der Garant für ein weltoffenes, demokratisches und soziales Thüringen sein. Weltoffen, demokratisch und sozial, das sind die Leitplanken unserer täglichen Politik und das ist links. So habe ich das auch beim Treffen der Naturfreunde vor einer Woche in Gera gesagt. Gerade dort, wo in einem Verband Sozialdemokraten, Grüne, Linke, GewerkschafterInnen und ökologisch Engagierte zusammenkommen und zusammenarbeiten. Es ist gut, dass wir drei fortschrittlichen Parteien uns bei unseren Parteitagen zu besuchen. Daher auch von mir nochmal herzlich willkommen Katharina Schenk von der SPD. Madeleine musste schon wieder los. Sie hat hier gerade gesprochen von den Grünen hier in Ilmenau. Ich will das an dieser Stelle einmal so deutlich und so hervorgehoben sagen. Wir haben als Rot-Rot-Grün bei allen Herausforderungen eine erfolgreiche Bilanz. Der letzten, und es sind echt schon 9 Jahre vorzuweisen. Rot-Rot-Grün in Thüringen ist ein Erfolg. Wir konnten in dieser Regierung viel umsetzen, was wir uns als Partei schon lange vorgenommen haben. Längeres gemeinsames Lernen, beitragsfreie Kindergartenjahre einführen, Beschäftigtenrechte stärken, Kommunen und öffentliches Eigentum stärken, die Schulen mit mehr Lehrerinnen und Lehrern ausstatten und Sanierung und fit für die Zukunft machen. Liebe Genossinnen und Genossen, wenn wir ehrlich zu uns sind, dann wissen wir, wie viel wir geschafft haben. Und wir wissen, wo Thüringen heute stünde, wenn wir nicht bald 10 Jahre die Geschicke dieses Landes leiten würden. Wo wären wir heute in der Bildungspolitik und bei der Polizei, wenn der Stellenabbaupfad der CDU weitergeführt worden wäre? Was wäre das Ergebnis von weiteren Jahren Niedriglohnstrategie der CDU? Wie sähe der Verfassungsschutz heute aus? Stünde er noch immer unter der direkten politischen Leitung der Konservativen? Nein. Bei allen Differenzen in Einzelfragen, uns eint als Rot-Rot-Grün politisch mehr als die anderen Parteien. Wir im Heute und im Hier eine Politik ohne Rechtsaußen und ohne Konservative will, der darf Rot-Rot-Grün nicht aufgeben. Wir erleben derzeit nahezu in jedem Plenum, wie wichtige Errungenschaften in Frage gestellt oder sogar angegriffen werden. Wir erleben beispielsweise, wie in München von der CSU oder in Berlin von der Unternehmerpartei FDP das Grundrecht auf Streik in Frage gestellt werden wird. Wo leben wir denn, das Grundrecht auf Streik in Frage stellen? Also wo kommen wir denn dahin? Auch das ist wichtig, dass wir als Linke ganz eng mit den Kolleginnen und Kollegen der Gewerkschaft zusammenarbeiten. Jenny hat es vorhin gesagt, wo sie herkommt. Heute ist sie hier bei der Linken. Und ich spoilere ein bisschen, dass wir viele Vorschläge zur Stärkung der Beschäftigten und ihrer Vertretungen auch in unserem Programm aufgreifen. Wir begrüßen morgen Renate Sternhartz vom DGB hier bei uns auf dem Parteitag. Bevor ich zu unserem Programm komme, gestattet mir noch ein paar Worte zu einem anderen Thema, das die Welt und uns bewegt. Immer noch. Schade. Leider. Vor mehr als 2 Jahren überfiel Putins Russland die Ukraine. Das war und ist und bleibt ein völkerrechtswidriger Krieg, daran gibt es nichts zu deuteln. Klar ist auch, Putin könnte den Krieg von heute auf morgen stoppen. Das ist unsere allererste Forderung. Putin, stoppen Sie das Morden.
Ich kann in diesen Debatten das Aber nicht leiden. Es wird so oft eingesetzt, um zu relativieren und falsche Wege zu legitimieren. Wir dürfen kein Aber einlegen, was die Verantwortung angeht, kein Aber gegen die Forderung nach sofortigem Kriegsende an Putin. Mein Aber ist deswegen auch ein Auch. Denn wir müssen stärker als bisher auch darüber sprechen, wie wir in Deutschland agieren können, um diesen Krieg zu stoppen. Denn das ist doch das, was nötig ist. Stoppt diesen Krieg! Wir brauchen auch viel mehr Diplomatie, statt immer mehr und immer schwerere Waffen und die Diskussionen darum. Wir brauchen Asyl für Deserteure und mehr humanitäre Hilfe für die kriegsgebeutelten Menschen in der Ukraine. Und wir müssen auch darüber sprechen, was der Krieg mit unserer Gesellschaft macht. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Kriegskosten unsere Gesellschaft spalten und zerstören. Wenn kein Geld mehr in zivile Bauprojekte fließen soll, weil sie ins Militär sollen, dann sagen wir Stopp, eine neue Aufrüstungsspirale darf es nicht geben. Und wenn ich höre, dass die Krankenhäuser kriegstauglich gemacht werden sollen, dann sagen wir als Linke, macht die Krankenhäuser doch erstmal alltagstauglich. Stellt mehr Personal ein, zahlt bessere Löhne für die anstrengende Arbeit, entlastet Pflegerinnen und Pfleger und schafft Bedingungen, wo die Menschen im Mittelpunkt stehen und nicht Profite privater Gesundheitskonzerne oder Einsparung von Kosten. Wir als Linke haben Frieden in unserer DNA. Das gilt für alle von uns. Ich möchte hier auch Bodo danken, der noch bei einem anderen Termin ist und der gerade erst in der Eisenach bei der Debatte der Münchner Sicherheitskonferenz mehr Diplomatie statt mehr Waffen gefordert hat. Ich möchte ihm auch danken, wie unermüdlich er auf die Kriegsverbrechen des NATO-Partners Türkei an den Kurdinnen und Kurden in Nordsyrien hinweist. Auch der Krieg Erdogans gegen die Kurden muss gestoppt werden. Liebe Genossinnen und Genossen, keine Doppelstandards. Die Menschenrechte, die Diplomatie und den Frieden im Blick und jeden Tag an jeder Stelle jede Möglichkeit ausloten, fortschrittlich Politik zu machen, im Hier und Jetzt das Leben besser machen. Das ist links und das ist die linke Thüringen. Links ist auch der Entwurf für das Regierungsprogramm, für unser Thüringen. Für uns ist klar, unser Land steht auf den Schultern der Eltern, die jeden Tag den Laden schmeißen. Sie sind unsere, Bodo sagt es immer, Hidden Champions. Unser Land steht auf den Schultern unserer Lehrerinnen und Lehrer, die unsere Kinder auf die Zukunft vorbereiten. Unser Land steht auf den Schultern von Feuerwehrleuten und Polizistinnen und Polizisten und von Bäuerinnen und Pflegekräften, von Ärztinnen und Verwaltungsbeamten, von den Handwerkerinnen und Verkäufern, von all den Menschen also, die unser Land am Laufen halten. Wir schreiben daher gleich am Anfang in den Entwurf für unser Programm: Es ist an der Zeit, über Gerechtigkeit zu sprechen und über den Respekt für Lebensleistung, über den Respekt und Räume für Ideen und Tatendrang, über unser Leben heute und hier in Thüringen und vor allem darüber, wie unser Freistaat in Zukunft noch besser sein kann, für alle, die hier zu Hause sind. Denn wir wollen ja gar nicht den Menschen fertige Rezepte vorsetzen. Die wissen doch oft viel besser als wir, wo der Schuh drückt. Wir haben unsere Kampagne so genannt und Rückmeldungen, viele, viele Rückmeldungen bekommen. Die Menschen sind Expertinnen und Experten für ihre Themen, für ihre Jobs, für ihre Arbeit. Na klar, ich weiß, wie Arbeit und Familie unter einen Hut zu bringen ist. Schwer, oft genug, auch für mich. Und ohne Oma ging es nicht, herzlichen Gruß. Andere Menschen stehen da aber nochmal vor ganz anderen Herausforderungen als ich. Na klar wissen wir, die massenhafte Abwicklung von Firmen und Jobs nach der Wende war und welche Folgen das hinterlassen hat. Aber wissen wir das wirklich? Fühlen wir das, wenn wir es selbst nicht erlebt haben? Wirklich immer so genau? Sollten wir hier nicht noch einmal mehr zuhören und die Erfahrung ernst nehmen? Wissen wir wirklich am grünen Tisch, welche Lösungen für Pflege auf dem Bau, in den Tierställen oder in den Verwaltungen funktionieren? Ich glaube, liebe Genossinnen und Genossen, noch mehr. Noch mehr hingehen, noch mehr nachfragen, noch mehr zuhören. Das steht uns gut zu Gesicht, das hilft uns und da darf uns nichts zu popelig sein. Viele von euch machen das. Bodo macht das. Ich bin stolz darauf, dass er sich bei der großen Bauerndemo hinstellt und unseren Weg für eine bessere Agrarpolitik erklärt. Und dass er hingeht und zuhört, wenn auf den Firmenbesuchen noch Demonstranten vor den Werktoren stehen, die den Eingang blockieren. Das macht uns stolz, einen Ministerpräsidenten zu haben, der sich davor nicht scheut. Mit dem Gesicht zu den Leuten.
und sich nicht verstecken. Uns kümmern und kümmern und kümmern. Das ist unser Weg, auch wenn es anstrengend ist. Und dazu gehört eben auch, Danke zu sagen. Danke, dass ihr jeden Tag an einem Thüringen baut, auf das wir stolz sein können. Die Menschen in unserem Land, das sind unsere Heldinnen und Helden. Ihr seid unsere Thüringenmacher. Niemand leistet so viel wie diejenigen, die mitten im Arbeitsleben stehen und dann auch noch Angehörige pflegen, Kinder erziehen und sich vielleicht noch engagieren. In der Feuerwehr, im Sportverein, in der Kommunalpolitik oder in der Gewerkschaft. Wir wollen euch, und so steht es in unserem Programm, weiter dabei nach Kräften unterstützen. Gemeinsam machen wir Zukunft. Das ist links, das ist die linke Thüringen. Politik kann den Rahmen verändern, Hilfe organisieren und Regeln verbessern. Mit Bodo, unserem Ministerpräsidenten, haben wir Thüringen wieder auf den Kurs gebracht. Wir haben einen schwarzen Sumpf trockengelegt. Wir haben den Kurs von Billiglöhnen und Mauschelei beendet und wir haben dafür gesorgt, dass das Soziale seit 9 Jahren im Mittelpunkt steht. Nicht alles hat geklappt. Manches geht zu langsam und es wäre gelogen zu sagen, dass das nicht manchmal wehtut. Aber, und das darf uns einfach nie aus dem Bewusstsein gehen, auch wenn es wehtut, es darf uns nicht davon abhalten, weiterzumachen. Thüringen ist dort am stärksten, wo Gemeinschaft zusammenhält. Gemeinschaft ist Schönheit, wird auf einem unserer Plakate zur Kommunalwahl stehen. Ich weiß, und ich habe es auch schon gehört, Plakate sind Geschmackssache. Und wir könnten bestimmt auch jetzt 2 Tage Parteitag damit verbringen, darüber zu diskutieren. Aber zum Glück haben wir unser Landeswahlbüro und unseren Landesgeschäftsführer und Wahlkampfleiter René Kolditz, der sich darum kümmert, dass alle Entscheidungen im Rahmen des Terminplans getroffen werden, in dem am 1. September Wahlsieg steht. An dieser Stelle möchte ich gern René und den Kolleginnen und Kollegen aus unserer Landesgeschäftsstelle danken. Da ist der Wahlkampf schon lange angekommen. Ihr seid ein wichtiger Teil unseres Erfolgsrezepts. Ihr macht einen tollen Job. Danke dafür. Also nicht nur in der Landesgeschäftsstelle gilt, Gemeinschaft ist Schönheit. Gemeinschaft ist auch die Thüringer Familie. Wir, in all unserer Vielfalt und egal, wie wir zur Familie gekommen sind. Ihr alle seid Thüringer Familie. Ihr sorgt umeinander. Ihr unterstützt euch, ganz egal, wo ihr wohnt und mit wem zusammen. Zuneigung ist eure Superkraft. Solidarität, euer Ansporn. Ihr seid der Kitt für ein gutes Thüringen. Ihr seid die Systemrelevanten. Wir wollen Familien und da ist es egal, wie die sich zusammensetzen. Dabei nach Kräften unterstützen. Für uns bedeutet besser, auch gerechter. Denn das ist links und das ist die linke Thüringen. Unser Anspruch ist, dass alle die gleichen Chancen haben, dass es die nötige Infrastruktur dafür gibt, dass alle mitbestimmen können, wie ihr Leben gestaltet wird. Das ist unsere Idee vom Sozialstaat und Kindergrundsicherung nach unserem Thüringer Modell. Wir haben uns für Beitragsfreiheit eingesetzt. Seit wir regieren, wurden Familien und das Zusammenleben der Generationen gefördert. Ein Gesundheitswesen nah an den Patientinnen und Patienten bleibt unser Ziel. Heike arbeitet jeden Tag dafür. Wir haben Akzeptanz und Gleichstellung vorangebracht und werden das weiter tun. Wir wollen 2025 das dritte beitragsfreie Kinderjahr machen. Das wurde zuletzt durch die CDU verhindert. Das muss aber nun kommen und daher brauchen wir wieder eine Regierung mit einer eigenen Mehrheit. Madeleine hat es gerade gesagt. Auf Bundesebene werden wir weiter Druck machen für Armutsbekämpfung. Das heißt eben auch eine bundesweite und zwar wirksame Kindergrundsicherung, die den Namen auch verdient und nicht irgendwas, was eh nicht kommt. Ein starkes Thüringen, das braucht gute Bildung. Von der Krippe über den Kindergarten, die Schulen bis zu den Hochschulen und gute Ausbildung. Bildung, das ist Zukunft. Und Bildung, das ist für uns klar, muss beitragsfrei sein, bis zum Meister oder Master. Dafür kämpfen wir, damit jedes Kind die gleichen Chancen bekommt, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Dank gebührt dabei den Erzieherinnen und Erziehern, den Lehrerinnen und Lehrern, den Sozialpädagogen an den Schulen und den Beschäftigten an den außerschulischen Bildungseinrichtungen, für Jugendliche und eben auch für Erwachsene.
Danken will ich auch Helmut Holter, der so unermüdlich für unsere Schulen kämpft. In den vergangenen Jahren haben wir viel geschafft. Mehr Geld für die Einrichtungen, Schulsanierung und vor allem wieder endlich mehr Lehrende in den Schulen. Das wollen wir verstetigen. Das wollen wir beschleunigen. In unserem Programm machen wir konkrete Vorschläge, wie unsere Kindergärten noch besser werden, wenn sie endlich beitragsfrei sind. Und wie wir lebenslanges Lernen fördern, auch für Erwachsene. Denn, und wir wissen das alle, in den Zeiten von Fake News und Geschichtsvergessenheit ist politische Bildung wichtiger denn je. Bodo wäre für den amerikanischen Wahlkampf ja deutlich zu jung. Aber hier in Thüringen darf er sich inzwischen zu den Erfahrenen zählen, so wie eine halbe Million Thüringerinnen und Thüringer, die älter als 67 sind. Was Thüringen heute ist und morgen sein kann, das haben wir diesen Expertinnen und Experten für Wandel zu verdanken. Große Veränderungen haben sie schon mehr als einmal gemeistert. Nicht freiwillig, aber großartig. Sie wissen, was Neuanfang bedeutet und auch welche Mühe und welcher Schmerz damit einhergeht. Sie haben aufgebaut, erhalten und verbessert, was dieses Land heute lebenswert macht. Unter schwierigsten Bedingungen in den 1990er Jahren Firmen gegründet, Familien ernährt und auch Erwerbslosigkeit durchlebt. Wir haben alle die Treuhandausstellung gesehen. Ihr habt Kinder großgezogen und ihnen ein Zuhause gegeben, auch wenn die Umstände oft genug schwierig waren. Das sind die wahren Transformationsexperten hier in Thüringen. So wie Wolfgang Albold, der am Montag übrigens 75 geworden ist. Herzlichen Glückwunsch vom ganzen Parteitag, Wolfgang. Und der bestimmt schon ein Dutzend Mal in Rente geschickt werden sollte und dann immer wieder vor der Tür steht und fragt, wo er helfen kann. Zum Glück. Wolfgang, wir brauchen dich weiter und wir brauchen deine ganze Generation. Thüringen braucht euer Wissen und euren Blickwinkel, wenn es jetzt gilt, neuen Wandel in Sicherheit anzugehen. Weil die Generation der Älteren für uns so wichtig ist, haben wir beispielsweise das Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen auf den Weg gebracht und für Mitwirkung eigene Beiräte gestärkt. Bei der Verbesserung der Pflegestrukturen stand die Unterstützung tatkräftiger Angehöriger und die Förderung von Nachbarschaftshilfe für uns im Zentrum. Unser Ansatz: Ältere wollen selbstbestimmt und gesund in der vertrauten Umgebung leben und aktiv sein. Und das haben wir unter anderem mit dem Landesprogramm Agathe unterstützt. Wir bauen auf die Erfahrung der Älteren und wir bauen auch auf die Neugier, das Engagement und den Eigensinn unserer Jugend. Die Bessermacher und Schnellerkönner, ihr seid, was Thüringen einmal sein wird. Ihr seid Schülerinnen und Schüler, die nicht nur pauken, sondern sich engagieren. Im Verein, in der Feuerwehr, im Job, Auszubildende, Studierende, die Thüringen intelligenter, ökologischer und stärker machen. Ihr helft und ihr hängt euch rein. Ihr habt aufmerksame Zuhörer verdient. Ihr seid unsere Zukunft. Klar? Euren Weg geht ihr selbst. Um das zu unterstützen, haben wir einen Jugendcheck für die Auswirkungen von Gesetzen auf junge Menschen eingeführt. Jugendarbeit und örtliche Jugendförderung bekommen mehr Geld. Und mit der Absenkung des kommunalen Wahlalters haben wir dafür gesorgt, dass junge Menschen noch besser mitbestimmen können. Und besonders stolz macht mich unser Jugendverband. Im Wahlbüro hat René letzte Woche gesagt, beim Jugendverband habe ich keine Erwartungen. Das klingt am Anfang ein bisschen despektierlich, aber eigentlich ist es ein großes Kompliment. Denn während wir in der einen oder anderen AG des Wahlbüros noch offene Aufgaben haben, natürlich alles im Zeitplan, ist bei der Jugend nichts offen. Es läuft einfach. Unser Jugendverband ist ein Selbstläufer wie unser Spitzenkandidat und dafür möchte ich euch ganz herzlich danken. Liebe Genossinnen und Genossen, 20 Minuten Redezeit sind nicht viel, wenn es um ein Regierungsprogramm für die nächsten 5 Jahre geht. Deshalb bitte ich mir, ein paar Minuten zusätzlich nachzusehen. Ich komme auch gleich zum Schluss, versprochen. Mir ist noch wichtig zu sagen, dass wir uns, Eva hat es eben auch schon mal erwähnt, mehr Optimismus gönnen sollten. Wir haben es in Thüringen hier mit unserer Partei wirklich gut. Genossinnen und Genossen in anderen Landesverbänden schauen, da bin ich mir sehr sicher oft neidisch auf unsere Stabilität, auf den Erfolg der letzten Jahrzehnte und auf unsere Diskussionskultur. Und da träume ich manchmal davon, dass wir uns diesen Blick von außen ein bisschen mehr zu Herzen nehmen.
Wir haben in den letzten Wochen und Monaten so viele Eintritte wie lange nicht mehr in unsere Partei. Und ich sage herzlich willkommen an alle, die neu bei uns sind. Wir haben eine Landesregierung, die seit fast 10 Jahren erfolgreich regiert. Wir haben den bekanntesten und beliebtesten Politiker des Landes in unseren Reihen, einen Spitzenkandidaten, auf den wir stolz sein können. Wo bitte gibt es denn das sonst noch in Thüringen? Liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns diesen Wahlkampf führen und gewinnen. Lasst uns Regierungsprogramm diskutieren und besser machen. Lasst uns ab morgen daraus in einen engagierten Wahlkampf gehen. Wir werden ein super Programm haben. Wir haben den besten Ministerpräsidenten und den besten Spitzenkandidaten. Und wir haben mit euch allen, unseren Genossinnen und Genossen, die motivierteste Partei Thüringens. Los geht's. Gemeinsam sind wir die Linke Thüringen. Liebe Ulrike, herzlichen Dank. Jetzt hat das Wort Christian Schaft nach einem kurzen Einspieler. Bitte, Christian, du hast das Wort. Ich glaube, der Einspieler kam schon. Aber alles gut. Ja, liebe Genossinnen, Ulrike hat es gerade gesagt, der Blick von außen, und da will ich es nicht ganz unerwähnt lassen, dass mich ein Gruß erreicht hat, über den ich mich sehr freue, nämlich auch nicht nur außerhalb von Thüringen, sondern auch außerhalb der Bundesrepublik, nämlich ein Gruß aus dem Livestream, konkret aus Oslo, von einer Person. Herzliche Grüße, Linda. Wir haben vor vielen, vielen Jahren mal hochschulpolitisch zusammengearbeitet, und ich freue mich, dass auch der Thüringer Landesverband weit über die Grenzen Thüringens hinweg begleitet wird und der Livestream betrachtet wird. Ich kann zu den, weil Eva das vorhin gesagt hatte, modischen Diskussionen in der Partei ja immer nicht so viel sagen. Ich habe vor Parteitagen ja immer die Auswahl zwischen Schwarz oder Schwarz. Ich hab das mit Ulrike gestern schon besprochen. Das ist für mich recht einfach. Aber Spaß beiseite. Liebe Genossinnen, in vielen Gesprächen der letzten Tage und Wochen, entweder mit euch, mit Bekannten, Freunden, Verwandten, aber auch als ich die letzten Tage bei der Hochschultour unterwegs war, da tritt immer wieder eins zutage, und ich sage das gleich am Anfang, nicht weil ich demotivieren will, sondern weil es ein Punkt ist, der natürlich steht: Sorge und Angst. Diesen Impuls, den kann ich nachvollziehen, denn die Rechten und die Konservativen, sie wirken machttrunken und übermütig. Aber liebe Genossinnen, lasst uns von dieser Angst nicht müde werden. Ich finde, wir sollten all dem, was dort künftig vor uns steht, was in diesem Jahr die Herausforderung ist, sollten wir mit Selbstbewusstsein und Zuversicht entgegentreten. Wir können das schaffen, liebe Genossinnen und Genossen. Wir haben auf dem letzten Landesparteitag gesagt, miteinander und füreinander, und so gehen wir in dieses Wahlkampfjahr. Das ist nämlich auch das, was mich antreibt, was auch in den Gesprächen mitschwingt, nämlich ein Zeichen von Mut und Hoffnung, dass wir gemeinsam in diesem Jahr etwas Bedeutendes schaffen können. Viele haben diesen Mut und die Hoffnung in den letzten Tagen und Wochen auf die Straße getragen, nicht nur in Erfurt, Jena oder Weimar, in ganz Thüringen war es so, von Bad Salzungen bis nach Altenburg, von Nordhausen über Neustadt am Rennsteig bis nach Sonneberg. Alle zusammen gegen den Faschismus war die Losung, alle zusammen für ein Thüringen für alle, das ist unser Ziel in diesem Jahr. Und was es dazu braucht, das haben wir in den vergangenen Wochen und Monaten intensiv diskutiert. Der Programmentwurf, der auf eurem Tisch liegt, den Startschuss dafür haben wir vor gut 11 Monaten auf dem Landesparteitag in Sommer dargelegt. Wir haben entschieden zu sagen, wir entwickeln das, was unsere Ziele, unsere Programmatik für dieses Jahr ist, nicht im stillen Kämmerlein, sondern wir haben gesagt, wir schreiben über 200 Vereine, Verbände, Initiativen, Gewerkschaften an. Weit über die Hälfte hat sich auch zurückgemeldet, und ihre Wünsche, ihre Anforderungen, ihre Ziele und das, was sie auch mit einer Linken in Regierungsverantwortung verbinden, uns zugeschrieben und auch gesagt. Und wir haben dann all das gesammelt, gebündelt, in Ratschlägen mit Expertinnen nochmals vertieft und dann in 4 Regionalkonferenzen mit euch, das auch gewissermaßen auf den Prüfstand, auf den programmatischen Prüfstand gestellt, weiterentwickelt und ergänzt, damit wir die wichtigsten Themen zusammenpacken für das, was wir als Chancenland Thüringen diskutieren und betrachten. Denn fragen, zuhören und dann machen.
Das ist das, worauf wir setzen, worauf wir unsere Politik aufbauen, nämlich auf das Wissen und die Bedürfnisse derjenigen, die das Land tagtäglich am Laufen halten und, wie Ulrike das gesagt hat, den Laden am Laufen halten. Denn die Lebenswirklichkeit der Menschen in Thüringen, das ist unser politischer Maßstab. Und deswegen will ich an dieser Stelle auch ganz herzlich nochmal all denjenigen danken, die sich eingebracht haben und die aber auch deutlich gemacht haben in dem Programmprozess. Sie wollen diese Herausforderungen, die vor uns liegen, gemeinsam mit uns anpacken und die auch ganz ehrlich gesagt haben, wo es noch hakt, wo sie von uns auch mehr erwarten würden, aber wo sie auch sagen, wir sind trotzdem die einzige politische Kraft in diesem Land, von der sie erwarten, dass diese Dinge auch umgesetzt werden können. Und deswegen sagen wir ganz klar, unser Ziel ist Thüringen menschlich, stark und gerecht. Und was das bedeutet, wird konkret mit dem Blick in den Gesetzentwurf, wir hängen noch in den 3 Tagen Plenum, ihr merkt's, in dem Programmentwurf, den wir im Landesverband dann auf der Grundlage des Programmprozesses geschrieben haben. Wir wollen das Leben für die Menschen in Thüringen bezahlbar, erreichbar und besser gestalten. Und während sich andere darin überbieten, nach unten zu treten, wollen wir ein Thüringen für alle, wollen wir, dass Thüringen ein Chancenland für alle bleibt. Und was das bedeuten kann, das haben wir erst vor wenigen Wochen hier auch in diesem Haus, nicht hier, sondern im kleinen Saal diskutiert, als es um das Thema ging, Wohnen bezahlbar. Das wird im Regierungshandeln auch mit dem Kontext Energie bezahlbar. Konkret, wenn wir wie die letzten Tage im Landtag auch über die Thüringer Bauordnung gesprochen haben, wenn es darum geht, energetisches Sanieren zu vereinfachen oder wenn wir darüber reden, wie Millionen an die Kommunen ausgeschüttet werden können, wenn es um die kommunale Wärmeplanung geht. Aber in der nächsten Legislatur bedeutet das für uns, dass wir auch einen großen Brocken auf den Tisch legen als Vorschlag. Wir wollen eine Landeswohnungsbaugesellschaft in Thüringen errichten und die erst gestern veröffentlichte Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung bestätigt uns darin, dass dieser Vorschlag ein wichtiger Baustein ist für mehr bezahlbaren, guten und damit auch barrierefreien und klimagerechten Wohnraum, und zwar an jedem Ort in Thüringen. Wir wollen mit Kommunen, mit dem Land und mit den Wohnungsbaugenossenschaften noch stärker als bis heute neue Wohnungen bauen, den Bestand sanieren und Leerstand kreativ gestalten und den Bedarf in Stadt und Land zu decken. Und dazu haben wir das Wissen und die kreativen Köpfe im Land und wir können es so schaffen, dass gutes Wohnen in jeder Lebensphase für die Menschen in Thüringen möglich ist. Denn es darf keinen Unterschied machen, egal ob es um eine Familie oder die alleinlebende Seniorin oder die Geflüchteten geht. Wohnen ist ein universelles Recht. Und eine Landeswohnungsbaugesellschaft kann als Partnerin zur Verfügung stehen für all diejenigen, die Wohnen als Teil der sozialen Daseinsvorsorge verstehen. Aber sie ist auch eine Kampfansage an all diejenigen, die Wohnen nur als Rendite- und Spekulationsobjekt verstehen. In Erfurt und Jena, wo Wohnraum knapp ist, wollen wir damit einwirken, genauso wie dort, wo in den kleinen ländlichen Regionen Wohnungen als Leergut genutzt werden können, wie es die Leergutagentinnen sagen, um sie vor dem Verfall und Abriss zu schützen. Für uns ist klar, wir wollen diese landeseigene Wohnungsbaugesellschaft, weil der Markt eben nicht regelt, wenn am Erfurter Kreuz über 3000 Wohnungen gebraucht werden. Wir wollen gute Arbeit, gutes Wohnen für alljenige, die hier wohnen und leben und dieses Land gestalten. Und das ist für uns links. Und das bedeutet für uns aber auch natürlich weiter daran zu arbeiten, gute Arbeit, gute Lebensbedingungen zu gestalten. Und während andere die Buchlesung der Anwesenheit im Bundestag vorziehen und dann Hinweise vom Spielfeldrand geben, haben wir in den letzten Jahren den Thüringer Mindestlohn gestärkt. Er ist in diesem Jahr bei knapp unter 14 und im nächsten Jahr bei knapp über 14 Euro. Und während die CDU im Land meint, Entscheidungen mit dem Aus zum Verbrennermotor und auch damit verbundene Entscheidungen in den internationalen Konzernzentralen ignorieren zu können, wollen wir mit den Beschäftigten ihre Arbeitsplätze zukunftssicher machen. Man muss es einmal ganz klar sagen. Mit CDU-Wirtschaftspolitik stehen in wenigen Jahren Zehntausende Beschäftigte in der Automobilindustrie vorm Werkstor und zwar ohne Job. Mit unserem Vorschlag zur staatlichen Beteiligung an Unternehmen zur Gestaltung des Strukturwandels werden wir den 66.000 Beschäftigten aber weiter eine Perspektive in Thüringen geben, weil sie dann aktiv an der Gestaltung von Zukunftstechnologien mitgestalten können. Wir wollen nicht warten, dass der Strukturwandel sie überrollt. Wir wollen ihn mit ihnen gestalten. Wir wollen mit den Beschäftigten die Zukunft machen. Denn was abwarten und Tee trinken bedeutet, das sehen wir gerade exemplarisch in Sachsen. Durch unnötiges Zögern steht dort ein Solarwerk vor dem Aus und die Beschäftigten auf der Straße.
Weder die Ampel noch die CDU-geführte Landesregierung in Sachsen haben da die richtige Antwort parat. Wir haben eine, weil wir Zukunft in Thüringen machen wollen. Fördermittel gebunden an Bedingungen guter Arbeit und ökologischer Kriterien ist gut, aber wir wollen einen entscheidenden Schritt weitergehen. Wir wollen helfen, die Abhängigkeiten von Importen zu verringern und das Wissen zu nutzen, um Arbeitsplätze und industrielle Wertschöpfung hier vor Ort zu halten und damit auch tarifgebundene Arbeit und die Mitbestimmung der Beschäftigten zu stärken. Das ist unser Ansatz für eine aktive Wirtschaftspolitik hier im Land und aktive Wirtschaftspolitik, die geht mit links. Und liebe Genossinnen, damit in diesem Land keiner zurückbleibt, wollen wir nicht schon, wie das Ulrike gesagt hat, beste Bildungsqualität beitragsfrei, Wohn- und Energie bezahlbar oder Gesundheit und Mobilität erreichbar. Wir wollen auch ein Land, in dem alle frei von Angst und Sicherheit leben können, egal woher sie kommen, wie sie heißen, wie sie leben, wie sie aussehen, woran sie glauben. Während viele von Abschottung und Verschärfung sprechen, sind diejenigen umso wichtiger, die sich für Menschenrechte, Integration und Teilhabe einsetzen. Es braucht sichere Bleibe- und Teilhabeperspektiven, unter anderem durch die Möglichkeit zur Arbeitsaufnahme und gut ausgestattete soziale öffentliche Daseinsvorsorge für alle. Und es gilt dabei, das Grundrecht auf Asyl zu verteidigen und den Recht auf Arbeit und soziale Sicherheit zu gewährleisten. Was wir brauchen, sind sichere Wege statt Symbolpolitik mit sicheren Herkunftsländern oder ein Recht auf Arbeit statt Arbeitsverbote. Und ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr, diesem Überbietungswettbewerb zur Einführung einer Bezahlkarte in den Landkreisen zuzuschauen. Ich finde es absurd, wenn einem syrischen Elektriker in Erfurt ein Arbeitsverbot ausgesprochen wird, weil seine Integration einer Abschiebung im Wege stehe. Ich will, dass die Arbeit von Initiativen wie den Thüringer Flüchtlingspatinnen nicht weiter unnötig Steine in den Weg gelegt werden, weil Ausländerinnenbehörden den Familiennachzug blockieren. Ich will eine Politik der Solidarität, die allen in diesem Land zugutekommt. Und ich bin froh, dass es aber auch viele gibt, die für dieses weltoffene Thüringen streiten. Entweder die vielen kleinen lokalen Bündnisse von Dorfliebe für alle im Saale-Orla-Kreis oder Nordhausen zusammen, genauso wie die Omas gegen rechts oder aber auch das gleichnamige Bündnis Weltoffenes Thüringen, dem sich immer mehr anschließen und all denen, auch wenn es unterschiedliche Ansätze sind, wie man im Kampf gegen rechts vorgeht, eint ein gemeinsamer Wille, nämlich ein Thüringen für alle zu gestalten und das ist das, woran wir anknüpfen können. Und mit unserem Programmentwurf machen wir konkrete Vorschläge, damit wir Thüringen so gestalten, dass jedes Talent auch wirklich entfaltet werden kann und dass jeder Mensch in der Lage sein kann, sein Leben selbst zu gestalten und eben nicht vom Geldbeutel der Lebensweg abhängig ist. Wir wollen dafür werben, dass Unternehmen und Beschäftigte unterstützt werden, um nicht Opfer konservativer Dogmen zu werden, sondern ihren Teil dazu beitragen können, damit wir auch nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Zukunft in Thüringen ermöglichen und damit sie in Freiheit ihr Leben selbst und die Politik mitgestalten können. Wir arbeiten daran, dass das Krankenhaus vor Ort nicht zum Opfer von Lauterbachs Krankenhausreform wird und die bestmögliche Gesundheitsversorgung gewährleistet wird. Konkret wird das all in unseren Vorschlägen zur auch perspektivischen kompletten Beitragsfreiheit des Kindergartens, der Einrichtung eines Ausbildungsunterstützungsfonds, der Schaffung von Pflegestützpunktstrukturen mit einem Landespflegegeld, dem Ausbau kommunaler Gesundheits- und Versorgungszentren, einem landesweiten Verkehrsverbund mit einem 28-Euro-Ticket für junge Menschen, der bereits genannten Landeswohnungsgesellschaft, einem Infrastruktur- und Nachhaltigkeitsfonds und dem Ausbau der direkten Demokratie und der Stärkung der sozialen Infrastruktur durch den weiteren Ausbau des Programms Solidarisches Zusammenleben der Generationen. Und noch vieles, vieles mehr. Ulrike hat es schon gesagt, die Zeit reicht gar nicht aus, um diese 85 Seiten Programm voller Ideen hier in diese Redezeit zu pressen. Von unseren Ideen, die wir vorlegen, gewinnen alle im Land. Egal ob jung, ob alt, ob Frau oder Mann, ob hier geboren oder zu uns gekommen. Und wenn wir den Blick darauf lenken, wie Kinder und Jugendliche den besten Zugang zu Bildung erhalten, wie Menschen und Stadt und Land entlastet werden durch bezahlbare Energie und gutes Wohnen, wenn wir gemeinsam für eine gute Gesundheitsversorgung für alle streiten und einen öffentlichen Nahverkehr, der die Menschen verbindet, dann schützen wir den sozialen Frieden und unsere Demokratie vor den Angriffen derjenigen, die ausgrenzen wollen und die hetzen. Den sozialen Frieden gemeinsam stärken, den Zusammenhalt stärken statt spalten, das muss das Ziel sein in diesen Tagen mehr denn je. Und jetzt will ich noch auf einen Unterschied kommen, denn ich verstehe, wenn ich unterwegs bin in Gesprächen auch, es wurde schon gesagt, Frage, wo drückt der Schuh, kommt dann natürlich, wenn ich all das erzähle, die Frage,
ja, aber ihr seid doch gerade in der Regierung. Was habt ihr denn in den letzten 10 Jahren gemacht? Solche ehrlichen Gespräche führe ich übrigens auch, Eva hat das gesagt, in den Stadtteilgesprächen bei ihr in Rostock. Das sind bei uns hier im Ilmkreis die Dorfgespräche in Wilmersdorf oder dann bald in Altenfeld, wo ich dann in Wilmersdorf mit den Leuten an der Bierzeltgarnitur sitze. Und die erste Frage ist, ja, warum ist denn hier eigentlich ein Politiker? Na, ganz einfach, weil es darum geht, vor Ort auf die Erfahrungen zu bauen und gemeinsam mit den Menschen eine Perspektive nach vorne zu entwickeln. Und ich will, dass wir eines schaffen. Ich will, dass wir den Bremsklotz am Bein verlieren, denn es kann doch nicht sein, dass andere in diesem Land Thüringen schlecht reden und konkrete Verbesserungen für die Menschen in diesem Land blockieren. Und es zeigt sich gerade immer mehr, auch gerade in den letzten 3 Plenartagen wieder, mit der CDU in diesem Land ist keine Zukunft zu machen. Mit der CDU in diesem Land ist es ein Land des Stillstands. Während die CDU durch das Land läuft und Angst vor Krankenhausschließung schürt, ist es unsere linke Gesundheitsministerin Heike Werner, die Woche für Woche unterwegs ist, um Millionen zu investieren, um die Gesundheitsversorgung bestmöglich vor Ort auszugestalten. Während die CDU in Weimar eine Gemeinschaftsschule rückabwickeln will und am gegliederten Schulsystem festhalten will, gehen wir mit unserem Bildungsminister Helmut Holter neue Wege in der Lehrkräfteausbildung, wollen Lehrkräfte entlasten und eine sichere und den Aufbau der Gemeinschaftsschule stärken. Während die CDU gegen Windkraftwerke wettert, haben wir ein Gesetz vorgelegt, damit Gewinne aus erneuerbaren Energien eben nicht nur in den Taschen von Konzernen landen, sondern vor Ort im Dorf und in der Stadt ankommen, den Geldbeutel der Einwohnerinnen entlasten und dieses Geld auch genutzt werden kann für Investitionen in Kindergärten, Bibliotheken oder soziale Einrichtungen. Und während die CDU nur groß rumtönt, mal was für die Bäuerinnen und Bauern zu machen, ist es unsere Landwirtschaftsministerin Susanna Karawanski, die gemeinsam mit Bodo im Bund und jetzt gerade als Vorsitzende der Agrarministerinnenkonferenz sich mit den Ländern für einen konkreten Abbau von bürokratischen Hürden und eine Planungsperspektive für die Landwirtschaft einsetzt. Während wir die öffentliche Hand stärken wollen, damit jeder in diesem Land sich erleben kann, und Lasten in diesem Land gerecht verteilen wollen, weil wir über Gerechtigkeit reden wollen, ist es die CDU, die Menschen bevormunden will und ihnen vorschreiben will, wie sie zu sprechen haben. Und hier liegt ein zentraler Unterschied zwischen uns und der CDU Thüringen. Unsere Politik kann mehr als Bildschlagzeilen. Unsere Politik ist keine Politik für die obersten 10%. Lasst uns diesen politischen Popanz beenden mit einer stabilen Mehrheit, rot-rot-grün, progressiv nach dem 1. September. Und anders als die CDU das macht, wenn sie vom Land der Fleißigen spricht und meint, mit der Abschaffung des Bürgerinnengeldes oder der Arbeitspflicht oder der Einführung der Arbeitspflicht für Geflüchtete könnten die Probleme von Landwirtinnen oder Unternehmen gelöst werden, setzen wir auf Solidarität. Und ich will an der Stelle noch mal eins sagen, weil mich dieser Slogan der CDU vom Land der Fleißigen wirklich unglaublich aufregt. Denn Bürgergeld erhalten immer noch viele, die beispielsweise auch aufstocken müssen. Das sind vor allem eben immer noch Alleinerziehende, die im Niedriglohnsektor oder in Minijobs arbeiten und Probleme mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Kinderbetreuung haben. Für Herrn Vogt offensichtlich alles keine fleißigen Menschen. Da kann ich nur sagen, schämen Sie sich, Herr Vogt, wenn Sie versuchen wollen, auf der Kosten dieser Menschen politischen Erfolg zu organisieren. Denn wir wollen nicht, dass Menschen am Ende des Monats zu Bittstellerinnen werden. Und noch einen Hinweis möchte ich Herrn Vogt an dieser Stelle gerne mitgeben. Sie werden nicht zum Anti-Höcke, wenn Sie einen Faschisten auf die Bühne heben. Anti-Höcke ist man, wenn Wort und Tat zusammenpassen und nicht im Landtag dann wenige Tage nach dieser Diskussion wahrscheinlich wieder um Mehrheiten mit der AfD geworben wird, um Sprachverbote durchzudrücken oder Steuersenkungen und damit einen Kulturkampf, um die Umverteilung von unten nach oben zu betreiben. Es sei daran erinnert, schon mal begann es in Thüringen. Vor 100 Jahren griff ein Bündnis von Faschisten und Bürgerlichen nach der Macht. Wohin das führte, das wissen wir alle. Und wer sich nicht klar zu dieser Partei verhalten will, der übersieht bewusst, die AfD ist eine offene, für alle sichtbare und hörbare faschistische Partei, die sagt, wohin sie wieder will. Und im Schatten von Buchenwald haben wir die Pflicht, den erneuten Griff nach der Macht von rechts außen zu verhindern. Höcke und seine Politik, Höcke und seine Partei vernichten die Zukunft unserer Gesellschaft.
Und auch deshalb geht es für uns, immer wieder zu sagen, eine Stimme für Bodo Ramelow und eine Stimme für die Linke ist eine Garantie für die Demokratie, für soziale Gerechtigkeit und ein menschliches Thüringen. Und dafür kämpfen wir in den nächsten Wochen in den Kommunen, in den Kreisen, mit den Genossinnen wie Martin auf der europäischen Ebene. Und dafür kämpfen wir natürlich auch bis zum 1. September gemeinsam mit Bodo. Und liebe Genossinnen, ich weiß, Umfragen können einen schnell mal runterziehen, aber wir dürfen uns davon auch nicht entmutigen lassen. Es sind keine Wahlergebnisse und es liegt auch an uns, dafür zu sorgen, dass sie keine Wahlergebnisse werden, sondern dass am Ende ein deutlich besseres Ergebnis hinter den Balken steht als momentan in den Umfragen. Denn ganz ehrlich, wir machen diese Wahlkämpfe, wir machen all das, weder einen Programmparteitag noch eine Listenaufstellung, das machen wir nicht für uns, das machen wir nicht für unser Ego, wir machen das nicht für Posten oder Ämter. Wir machen das, weil all jene an erster Stelle für uns stehen, die eben nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Wir machen das, weil wir nicht zusehen wollen, wie Rechte an den Schalthebeln dieser Macht, an den Schalthebeln der Macht sitzen. Wir machen das, weil wir nicht wollen, dass Erreichtes zurückgedreht wird und weil wir nicht wollen, dass Thüringen zum Land des Stillstandes wird, sondern weiter Chancenland bleibt. Unser Ziel ist klar, wir wollen die Demokratie verteidigen und das Land verteidigen gegen den Griff des Faschismus nach der Macht und für eine offene und vielfältige Gesellschaft. Und da finde ich es fatal, wenn man nicht in der Lage ist zu sagen, dass man sich am Ende nicht von Faschisten zum Ministerpräsidenten wählen lässt. Und auch das macht den Unterschied, denn diese Frage stellt sich für uns gar nicht. Wir kämpfen stattdessen lieber gemeinsam, wie beispielsweise auch im Landkreis Greiz mit Leon Walter von der Linksjugend direkt gegen Höcke, indem wir Menschen Mut machen, dass eine bessere Zukunft möglich ist, genauso wie wir das mit all unseren 44 Direktkandidatinnen in den Wahlkreisen machen werden und dann auch, wenn wir in wenigen Wochen mit der Listenaufstellung mit Bodo an der Spitze die Weichen stellen, dass wir darum kämpfen und dafür werben, dass es eine starke Linke in diesem Land und stabile Mehrheiten gibt. Und nur noch ein, zwei Punkte, dann komme ich auch zum Schluss. Es wird natürlich auch mit dieser Landtagswahl am 1. September darum gehen, weitere Weichen zu stellen. Wir haben nächstes Jahr Bundestagswahlen und wir haben das die letzten Jahre auch gemerkt, welchen Unterschied das macht, ob man auch eine linke Stimme, eine linke Vertretung auch im Bundesrat hat. Und deswegen ist natürlich auch ganz klar, eine Stimme für die Linke am 1. September ist eben auch eine für eine Investitionsoffensive statt Zukunftsbremse, die sie Schuldenbremse nennt. Der Sparfetischismus und die Umverteilungsfantasien von unten nach oben der FDP im Bund müssen ein Ende haben. Was wäre nur möglich in diesem Land, wenn es auch dort andere Mehrheiten von links gäbe? Das dachte ich mir beispielsweise letzte Woche oder vor zwei Wochen auch, als ich mit den Landtagskolleginnen Laura Wahl von den Grünen und Danny Möller von der SPD bei einer Podiumsdiskussion der IG BRU in Erfurt saß, weil da war es ganz klar, zurück zur Wohnungsgemeinnützigkeit wollen wir. Endlich eine Bürgerinnenversicherung, in die alle einzahlen, wollen wir. Endlich Geld in die Hand nehmen, damit die Bahn wieder attraktiver wird und klar wird, wir fahren zusammen, wollen wir. Also lasst uns auch dieses Jahr als Sprungbrett begreifen für die Erfolge im nächsten Jahr, dann auch gemeinsam mit der Bundespartei und lasst uns auch die Chance nutzen, weiter mit Bodo Ramelow und unseren linken Ministerinnen im Bundesrat eine starke linke Stimme dann auch gegen das zu sein, was in der Ampel gerade von Gelb blockiert wird. Dann schaffen wir nämlich zwei Bremsklötze zu lösen, sowohl den der CDU in Thüringen als auch den gelben Bremsklotz in Berlin. Und dann noch eins, ich glaube, Matthias kommt erst morgen. Wir haben die Kommunalwahlen vor uns liegen. Und es ist, ich glaube, fast genau ein Jahr her, dass Matthias Marquardt in der Gemeinde Heringen-Helme zum Bürgermeister gewählt wurde. Und er hat seitdem eine ganze Menge geleistet, nicht zuletzt in der Situation um den Jahreswechsel beim Hochwasser. Da will ich ihm und Thorsten, die in Heringen und Artern eine ganze Menge Arbeit geleistet haben, auch von diesem Landesparteitag nochmal einen kräftigen Applaus zukommen lassen. Weil die beiden eins gezeigt haben, und das hat auch Eva gezeigt, auch in Situationen, wo wir meinen, es ist schwierig, müssen wir uns daran erinnern, dass es möglich ist, dass wir Erfolge machen können, dass wir Zukunft gestalten können. Und das können wir bei den Kommunalwahlen schaffen, das können wir bei der Europawahl schaffen. Und wir werden das natürlich auch am 1. September bei den Landtagswahlen schaffen, liebe Genossinnen und Genossen. Lasst uns diesen Optimismus im Herzen behalten und lasst uns wirklich gemeinsam daran kämpfen. Und wir wird nicht Angst und Bange. Und dann komme ich wirklich zum Schluss. Aus dem gesamten Bundesgebiet wollen Genossinnen und Sympathisantinnen zu uns kommen. Als ich über den Bundesparteitag gelaufen bin im November,
gab es eigentlich gefühlt aus keinem Landesverband nicht die Frage, wann und wie können wir euch helfen. Also, die Genossinnen und Genossen in der gesamten Bundespartei und wir wissen um die Mission, die wir dieses Jahr haben. Sie haben sie erkannt, sie werden uns unterstützen. Lasst uns das gemeinsam anpacken für ein Thüringen menschlich stark gerecht. Vielen Dank, liebe Genossinnen.